Hallo und willkommen zu einem neuen Planet Zoo Reaction Video. Denn es ist soeben ein neues DLC bzw. Pack angekündigt worden. Und zwar das Afrika Pack mit einem Announcement Trailer. Ich habe ihn noch nicht gesehen, den werden wir jetzt gemeinsam gleich gucken. Ich hoffe natürlich auf das Erdmännchen. Das ist mein Lieblingszootier, das wünsche ich mir schon sehr lange. Und das würde perfekt passen beim Afrika Pack. Aber gucken wir mal. Oh yeah. Okay, da hat man jetzt ja noch nicht so viel gesehen. 22. Juni, okay. Cool. Mein Lieblingstier. Mein Wunsch wird wahr, endlich. Das hat aber auch wirklich gefehlt bei Planet Zoo, muss man sagen. Oh, das war cool. Das gucken wir uns nochmal an. Also man sieht schon so ein paar neue Gebäude. Bei den Pflanzen bin ich mir mittlerweile echt unsicher, ob die neu sind oder nicht. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Weil es gibt mittlerweile so viele Pflanzen bei Planet Zoo. Keine Ahnung. Also das hier ist auf jeden Fall so ein bisschen neu, oder? Obwohl, es könnte auch dieser Lehm einfach sein. Ist mittlerweile echt schwer einzuschätzen, weil es so viele Bauteile gibt. Aber hier diese Dächer habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Kann natürlich auch alles selber gebaut sein, ich weiß es nicht. Die Wege sind auf jeden Fall neu. So viel kann man sagen. Das hier ist auch neu. Und auch hier diese angepinselten Balken sind, glaube ich, neu. Warte mal, sieht man da auch schon ein Tier? Ist das hier ein Gehege? Sieht so aus, ne? Hier ist das mit Wasser abgegrenzt. Hier ist auch ein Gehegeeingang. Ich habe aber das Tier nicht gesehen. Das ist gemein. Ach, das ist, glaube ich, das Erdmännchengehege. Dann nevermind. Da ist es. Wie kann man diese Tiere nicht lieben? Also, es ist wirklich mit Abstand mein Lieblingstier. Und ich feiere das mega, dass das hier solche ja, Tunnel und Bauten hat, wo es reinkrabbeln kann. Wird wahrscheinlich dann nur so ein Objekt sein, wo es dann verschwindet und wieder rauskommt ab und zu. Also ich denke nicht, dass das hier ein richtiges Tunnelsystem unterirdisch sein wird. So süß. Richtig, richtig hübsch. Mein Lieblingszootier endlich für Planet Zoo. Ach toll, da freue ich mich. Bin mal gespannt, was noch für Tiere so enthalten sein werden. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da schon genaueres wisst. Bin noch ein Stück zurück zu dieser Stelle. Hier sieht man nämlich auch nochmal die schönen Deko-Erdmännchen, sehr cool. Das hier ist, glaube ich, auch alles neu. Ah, ist echt schwer, echt für mich mittlerweile diese ganzen neuen Sachen hier rauszufiltern, weil es einfach schon so mega viel bei Planet Zoo gibt. Und mit diesem tollen Bild möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. In einer Woche, nächste Woche Dienstag, ist es schon soweit. Dann können wir dieses hübsche Tier freilassen. Mein Lieblingszootier. Und dazu kommt auch noch ein kostenloses Update. Dazu habe ich gar kein Video gemacht, aber alle Infos verlinke ich euch unten. Da könnt ihr draufklicken. Das ist dann unter anderem so, dass die Bären endlich schwimmen lernen. Zum Beispiel die Eisbären. Ich glaube insgesamt 4 verschiedene Bärenarten. Falls ihr da genaueres zu wissen wollt, schaut gerne unten in die Videobeschreibung. Aber falls euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.